5, 4, 3, 2, 1 und ab! Viel Spaß euch! Mit Sportfreunde Stiller! Unbeeindruckt von den sommerlichen Temperaturen um 30 Grad nahmen gut 200 Läuferinnen und Läufer von Samstag bis Sonntag an den bereits 10. Europaläufen in Hoyerswerda teil. Alles gegeben haben die Teilnehmer auf den Distanzen 2, 7,5 und 15 Kilometer, Halbmarathon sowie Marathon. Außerdem waren die Ultraläufer über 24 Minuten, 6 Stunden, 12 Stunden oder 24 Stunden am Gondelteich unterwegs. Auf der 24-Stunden-Strecke beeindruckte vor allem Nele Alder-Behrens vom Ultrasportclub Marburg, die mit 271 Runden, also rund 251 Kilometer, gewann. Benjamin Brade und der Bautzner Bernd Schwiebs belegten in dieser Wertung die Ränge 2 und 3. Doch unabhängig von Strecke, Altersklasse oder Platzierung können alle Athleten stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein. Gemeinsam haben sie in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt und gleichzeitig eine positive europäische Botschaft aus der Lausitz gesendet.